Spielt man den Ball, Alter. Ja, ist klar. Normal. Ich kann nicht gucken, wo man ist. Tschüss. Junge. Jetzt pass auf, Junge. Was ist das? Junge. Jawohl! Scheiße. Hat sich Lukas mal gemeldet? Gib mal mein Handy, ja. Was ein Ding. Pass mal auf, ey. Ja, sorry. Die Nachricht gelesen, aber antwortet nicht. Macht er sonst nicht. Dann lass ihn doch, ey. Das macht weiter. Guck, Christian. Wo warst du gestern? Wir treffen uns immer sonntags. Ich hatte halt keine Zeit, okay? So ein Treffen ist doch nicht so wichtig. Was ist denn los mit dir, ey? Na dann nicht. Hey Felix. Oh, hi, Caro. Wegen des Chemiereferats, wann wollen wir uns denn dafür treffen? Ach so, ja, treffen, klar, können wir machen. Ich meine, wann? Wann? Am besten, ich melde mich deswegen nochmal bei dir. Ist okay. Alles klar, ciao. Bis dann, tschüss. Das Ende war irgendwie Mist. Aber sonst war der Film noch ganz gut. Das Ende war scheiße. Die Leute werden mit Spam auch immer kreativer. Guck mal hier. Das ist doch einfach nur eine Mail mit einem Internetlink. Was soll daran kreativ sein? Da steht, dass es super interessant ist und geheim und dass man den Link nur einmal benutzen kann. Schwachsinn. Das ist bestimmt eh nur ein Trojaner. Spam kriegt doch jeder. Ich lösche das gleich immer. Ich guck mir das zu Hause gleich mal genauer an. Wie du meinst, ist dein PC, der die Viren kriegt. So, dann schauen wir mal. Oh, Scheiße, hätte ich das bloß mal nicht geöffnet. Was ist das denn jetzt? Grüßt Fremder. Ich wohl auch mit dem Typen reden kann. Warum solltest du nicht? Ich wusste nicht, dass sowas geht.
Jetzt siehst du es. Denkst du, du möchtest weitergehen? Sicher. Du musst dich mit Erinien verbünden, wenn du überleben möchtest. Das solltest du wissen. Okay. Aber wer bist du überhaupt? Das tut nichts zur Sache. Du wirst bald deinen Namen wählen dürfen. Und wann wird das sein? Es kommt noch früh genug. Okay, ich werde jetzt, glaube ich, mal weitergehen. Wo muss ich lang? Bist du dir sicher, dass du weitergehen möchtest? Ja, natürlich. Dann gehe nach links und folge dem Weg, der bald kommt. Und achte auf den Meister. Du wirst ihn schon erkennen, wenn er dir begegnet. Willkommen. Wo kommt ihr her? Das hat dich nicht zu interessieren. Achte auf deine Lebenskraft. Sie wird weniger. Das dachte ich mir schon. Gut. Nun wähle deinen Namen. Geh in das Feld. Wähle Weiße. Kennt ihr meinen Namen? Wähle deinen Spielernamen. Alron. Wenn du Erinien weiterspielen willst, musst du dich an die Regeln halten. Folgst du diese Regel nicht, verschließt sich dir die Welt von Erinien. Wirst du dich an diese Regeln halten? Ja, das werde ich. Denke außerdem daran, dass du das Spiel nie wieder spielen kannst, wenn du einmal gestorben bist. Nun wünsche ich dir Glück in der Welt von Erinien. Ist das alles? Helfen brauchen.
Guter Schuss. Danke. Wie heißt du eigentlich? Ilania. Ich bin übrigens Alron. Ich weiß. Komm mit, ich will zurück sein, bevor der Meister wiederkommt. Und jetzt? Und jetzt warten wir auf den Meister, du Idiot. Was ist mit dir? Wenn du meinen Gegner nicht angegriffen hättest, würde ich jetzt mehr bekommen. Den hätte ich locker besiegt. Nein, hättest du nicht. Es wäre ein Ende gewesen. Du warst viel zu aggressiv. Achte beim nächsten Kampf darauf. Ja. Hier hast du ein bisschen Gold. Und nun gehe Richtung Norden. Dort wartet ein Auftrag auf dich. Nun, Ilania, du warst sehr tapfer. Konntest einige gute Siege erzielen. Doch konnten deine Pfeile die Rüstung deiner Feinde nicht immer durchbrechen. Gib mir einen deiner Pfeile. Vielen Dank. Gut. Nun zu dir, Alron. Du bist zwar erst am Anfang, doch bemühst dich nach Leiden. Ich werde dir nun deine Wunden heilen, damit sie dir keine Last mehr sind. Vielen Dank. Verschwindet er eigentlich immer so plötzlich? Ach. Daran wirst du dich noch gewöhnen. Darf ich dich begleiten? Ist okay, solange du mich nicht auffällst. Super, wo gehen wir überhaupt hin? Zu einem Zeltplatz. Auf dem Schießstand möchte ich unbedingt meine neuen Pfeile testen. Was du dort machst, ist mir herzlich egal. Ach, da finde ich schon irgendwas. Ich muss jetzt aufhören zu spielen. Wir treffen uns morgen Mittag wieder hier. Sei dort. Und wenn du das nicht bist, gehe ich ohne dich weiter. Ist gut, bis morgen dann. Boah, das Spiel ist ja mal der Hammer. Du hast dich gar nicht mehr gemeldet. Ja, sorry, das habe ich total vergessen. Ich war gestern so kaputt. Ja, ist kein Problem. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir es schon vorher fertig haben, als wir eigentlich sollten. Ja, stimmt. Okay, und wann wollen wir uns treffen? Was ist denn heute überhaupt für ein Tag? Mittwoch. Morgen? Ja, ist okay. Und wie viel Uhr? 15 Uhr bei mir. Ja, ist okay. Ich bin dann da. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Los. Ja, ich hab mitbekommen. Du triffst dich morgen mit Caro. Was geht denn da zwischen euch? Ja, wir machen nur so ein Referat. Genau, ein Referat. Ja, also, wenn da mehr laufen sollte, wäre das jetzt für mich auch kein Problem, ne? Ja, dachte ich mir schon. Warum bist du so gerannt? Ah, ich muss nach Hause, ich muss noch was erledigen. Was denn? Vielleicht was für Caro morgen? Nichts Wichtiges. Hallo. Ich habe nicht gekocht, aber wir haben noch Nudeln von gestern und im Kühlschrank müssen noch Ketchup stehen. Ja, alles klar, ich mache mir gleich was. Hoffentlich ist Ilania jetzt auch da, sonst habe ich mich komplett umsonst beeilt.
Ich habe auf dich gewartet. Dein Glück. Ich wäre fast losgegangen. Sorry, ich wurde noch aufgehalten. Was liegt heute an? Im Moment habe ich keine Aufträge. Wir können also machen, was wir wollen. Willst du trainieren? Soll ich dir den Zeltplatz zeigen? Oder willst du durch den Wald gehen und nach Kämpfen suchen? Dann nehme ich den Wald. Okay, deine Entscheidung. Wie heißt du eigentlich? Ilania. Nein, ich meine wirklich. Psst. Denk an die Spielregeln. Ich meine ja nur, vielleicht kenne ich dich ja. Ich habe keine Lust, aus dem Spiel zu fliegen. Alron, pass gut auf, was du hier sagst. Du kennst die Regeln. Noch einmal und es ist vorbei. Entschuldigt. Es wird nie wieder vorkommen. Seid ihr deswegen hier? Oder habt ihr auch einen Auftrag für mich? Ich habe einen Auftrag für euch beide. Und was sollen wir machen? Etwas weiter den Weg entfernt ist ein anderer Spieler. Setzt ihn außer Gefecht. Aber seid leise dabei. Seine Mitschreiter sind nicht weit von ihm. Und warum sollten wir das tun? Er hat sich nicht an die Regeln gehalten. Warum macht ihr es dann nicht selbst? Damit mache ich mir nicht Fingerschmutz. Na los, komm schon. Ich will nicht immer auf dich warten müssen. Pfeile testen werde. Okay, geht klar. Mehr kann ich mit meinem Holzschwert eh nicht machen. Das wird ein Spaß. Du musst schon sagen, meine neuen Pfeile sind echt gut. Das ging aber schnell. Ilania. Das war ein sehr guter Schuss von dir. Alron, es war klug, sich zu besprechen. So konntet ihr einigen Kämpfen aus dem Weg gehen, weil ihr leise war. Danke. Und was steht sonst noch an? Alron, du sollst nun ein Eisenschwert erhalten, damit du beim nächsten Mal besser kämpfen kannst. Vielen Dank. Ilania, du erhältst einen Trank der Unsichtbarkeit. Doch sei gewarnt, er hält nur kurz. Also nutze ihn weise. Ich danke euch vielmals. Liegt sonst noch was an? Nein. Verlasst nun vorerst dieses Spiel. Alron, du kehrst um Mitternacht zurück. Und Ilania, kehre morgen früh zurück. Alron wird dir berichten, was wir besprochen haben. Ihr schickt uns aus dem Spiel? So ist es gewollt. Befolgt meine Anweisung genau. Boah, so ein Dreck, ey. Dann halt um Mitternacht. Boah, was ist denn? Alron, ist dir Irinien wichtig? Ja, ich denke schon. Ist es dir nun wichtig oder nicht? Ja, ist es. Gut, ich habe einige Fragen an dich. Okay, und welche? Du kennst einen Lukas? Woher wisst ihr das? Ich weiß vieles.
Hast du privaten Kontakt zu ihm? Ja, er ist mein bester Freund. Sehr gut. Und seine Eltern arbeiten viel? Warum wollt ihr das wissen? Antwort auf meine Frage. Ja, also sein Vater schon, aber seine Mutter nicht. Die ist tagsüber zu Hause. Gut. Darfst nun gehen. Sag Ilania, dass es nichts Wichtiges war, was wir besprochen haben. Und denk an die Regeln. Kein Wort zu niemandem. War das schon alles? Schön, dass es geklappt hat. Ja, schön. Alles okay bei dir? Ja, ja. Dann sag schon, was ist los? Ach, ich spiele da so ein Spiel. Was denn für ein Spiel? Ich darf darüber eigentlich nicht reden. Kann es sein, dass ich das Spiel kenne? Nein, ich denke nicht. Meinst du Irinien? Woher? Kennst du das Spiel? Ja, ich spiele das auch. Ich bin Iron. Iron, wo warst du gestern? Ilania? Ich habe auf dich gewartet. Ja, sorry, ich hatte gestern keine Zeit. Und was wollte der Meister von dir? Er hat nur Fragen über Lukas gestellt und mich gefragt, wann seine Eltern arbeiten sind. Sowas musste ich auch schon mal machen. Aber egal, lass uns nicht weiter drüber reden. Wir können jetzt erstmal das Chemiereferat anfangen. Und über Irinien dürfen wir sowieso nicht reden, sonst fliegen wir. Ja, hast recht. Du siehst halt übrigens echt hübsch aus. Danke. Los, du Faulpelz. Wir holen was zu essen und machen uns dann auf den Weg. Wo gehen wir überhaupt hin? Frag nicht so dumm, komm einfach. Hey Leute, ich habe mal eine Frage. Wie komme ich an mehr Aufgaben? Indem du dich bei deinen Kämpfen gut anstellst und zeigst, dass es sinnvoll ist, wenn man dich einsetzt. Sie ist doch auch nur ein Mädchen. Wie soll sie sich beim Kämpfen bitte gut anstellen? Kämpfen ist die Aufgabe der Männer. Also füll du mal eine Schale mal mit neuem Essen. Von wegen. Mit einem Pfeil schaffe ich es locker, dich zu besiegen, ohne dass du mit deinem Dolch auch nur an mich rankommst. Das will ich ja mal sehen. Komm her, zeig, was du kannst. Ich habe Aufträge zu verteilen. Was? Bring diese Nachtelfe ins Dorf. Aber achte darauf, dass sie keinen Lichtstrahl abwischt. Und wo ins Dorf? Zu Renma in die Taverne. Okay. Ihr zwei, geht mir aus den Augen. Euer letzter Kampf war schlechter als der eines Anfängers. Und was ist mit mir? Du bekommst eine wichtige Aufgabe. Ich war sehr erfreut über deine Antworten das letzte Mal. Danke. Und nun? Besorge morgen das Handy von Lukas. Und was mache ich dann damit? Zerstöre es. Lukas Handy zerstören? Ja. Hab ich mich klar genug ausgedrückt? Ja, das habt ihr. Ich tue es. Ich habe noch einige Fragen an dich. Wieder über Lukas? Beantworte sie mir einfach. Ja, es ist ja gut. Mit wem trifft er sich immer? Wer? Lukas, denk nach, bevor du fragst. Eigentlich mit niemandem, außer mit Vincent und mir. Er hat nicht so viele Freunde. Warum hat er nicht so viele Freunde? Ja, er ist nicht so beliebt in der Klasse. Da war vor einiger Zeit mal sowas mit Niklas. Er ist ein Jahrgang unter uns. Aha. Niklas ist sein Name. Ja.
Du kannst nun gehen, aber vergiss den Auftrag morgen nicht. Er ist wichtig. Tu es. Ey Felix, schleich dich doch nicht so an. Oh, sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Ah, schon gut. Du musst jetzt dann los zu Sport. Ja, alles klar. Lukas, warte. Was denn? Du hast dein Handy verloren. Oh, danke, hab ich gar nicht bemerkt. Muss mir wohl aus der Jackentasche gepasst haben. Ja, kein Problem. Alles klar, ich geh noch wieder rein. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Oh, Scheiße. Hey Caro, ich habe ein Problem. Ich bin aus dem Spiel geflogen. Warum das denn? Ja, also ich sollte Lukas das Handy klauen und zerstören, aber das habe ich nicht gemacht, weil er mein Freund ist. Okay, und wie soll ich dir jetzt dabei weiterhelfen? Ja, keine Ahnung, aber warum will das Spiel, dass ich Lukas Handy klaue? Das macht keinen Sinn. Ist es nicht generell komisch, dass das Spiel so viel über uns weiß? Da muss doch irgendwas dahinter stecken. Ja, lass uns herausfinden, was. Okay. Aber wie wollen wir vorgehen? Ich weiß nicht. Komm doch einfach morgen Abend zu mir, dann können wir weiteres besprechen. Ja, alles klar. So um 19 Uhr? Ja, ist okay. Ich muss jetzt auch rein. Ja, ich auch. Aber geh du mal vor, nicht, dass wir noch zusammen gesehen werden und du auch noch was mitkriegst. Okay, gut mitgedacht. Bis dann. Ja, alles klar. Ciao. Hier, habe ich sogar selbst gekocht. Boah, lecker. Ich liebe Nudeln. Freut mich. Was machen wir eigentlich jetzt? Mein älterer Bruder Viktor spielt schon etwas länger das Spiel. Wir fragen ihn einfach. Und wo ist der gerade? Ich denke im Wohnzimmer. Ja, dann lass uns da am besten gleich mal hingehen. Du spielst doch noch Irinien, oder? Ja, warum? Naja, da sind ja mal diese ganzen Fragen über das reale Leben und ich sollte neulich mehrere Sachen über meinen Freund Lukas erzählen. Ja, und? Ja, wir wollen wissen, warum das Spiel so viele Fragen stellt und warum es so viel über uns weiß. Ja, was habe ich jetzt damit zu tun? Na, du spielst doch auch. Caro, nur weil du weißt, dass ich Irinien spiele, heißt das nicht, dass es gleich jeder wissen muss. Wenn das irgendjemand erfährt, bin ich raus. Warum hast du es ihr dann überhaupt erzählt? Als ich mit Irinien angefangen habe, war sie dabei und da kannten wir die Regeln noch nicht. Ist doch jetzt auch egal. Auf jeden Fall müssen wir mehr über das Spiel herausfinden. Also ich habe das Spiel ja mal gegoogelt und keinen Eintrag gefunden. Also habe ich mich ein bisschen mit den Programmdateien des Spiels beschäftigt und die Adresse des Servers gefunden. Das klingt doch super. Warum hast du nichts erzählt? Jedenfalls habe ich dann den Hoster des Servers angerufen und nach dem Namen des Mieters gefragt. Und den haben die dir einfach so gesagt? Das nicht, aber die Telefonnummer und damit hatte ich den Namen. Und? Er heißt Herr Schulze. Meinst du, dieser Herr Schulze hat irgendwas mit Niklas aus der Schule zu tun? Der heißt doch auch Schulze. Nein, glaube ich nicht. Aber warum nicht? Ich meine, er ist doch auch in der Computer AG. Aber ich glaube einfach nicht, dass der in der Lage ist, ein Spiel wie Irinien zu programmieren. Aber nehmen wir es doch mal an. Dann bleibt nur noch die Frage, wofür? Ich meine, was hat Lukas damit zu tun? Ich weiß nur, dass Lukas
und er in der 9. Klasse mächtig Stress hatten und dass Lukas ihn auch mehrmals verprügelt hat. Aber seitdem wir in der Oberstufe sind, sehen die sich eigentlich nicht mehr. Er muss was damit zu tun haben. Dann lass uns doch noch mal gucken, was bei Irinien so los ist. Wie soll ich denn das machen? Ich komme ja nicht mal mehr ins Spiel. Also, ich könnte ja das Spielerprofil so manipulieren, dass der Server denkt, das Spielerprofil wäre nicht mehr aktuell. Und dem Server dann eine veränderte Version von dem Spielerprofil übermitteln und damit könnte man dich dann wiederbeleben. Würdest du das bei mir machen? Ja, wenn du mit deinem Laptop losgehst. Ja, klar, hier. Super, ich hol noch mal was zu trinken. Möchtet ihr auch was? Für mich nicht, danke. Ja, gerne. Und was? Cola, wenn's geht. Okay. Tu ihr ja nicht weh. Was meinst du damit? Caro, sie mag dich wirklich gerne und wenn du ihr weh tust, bekommen wir bei deinem Problem. Das werde ich nicht. Ich meine, ich mag sie doch auch. Na, wie läuft's? Bin gerade dabei. So, jetzt soll's wieder funktionieren. Cool, danke. Ich würde sagen, wir gehen dann, oder? Ja. Felix, ja? Denk an das, was ich gesagt habe. Okay, dann lass es uns mal ausprobieren. Ja, ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Moment mal. Hier haben wir das Spiel das letzte Mal aber nicht verlassen. Warum sind wir hier gejoint? Ich habe absolut keine Ahnung. Oh, es hängt wieder eine neue Liste aus. Was für eine Liste? Es gibt immer eine Liste mit den besten 3. Und so kannst du gucken, wen du besiegen musst, um in die Top 3 aufzusteigen. Dann lass uns mal schauen. Die Zeit ist gekommen. Wir haben einen Erlöser, der die dunkelsten Zeiten erhellen wird. Er wird sein Leben Irinien widmen und uns alle in eine bessere Zeit führen. So lasst uns nun Sankratos feiern, der sich unter allen durchsetzen konnte. Hoch lebe Sankratos! Was ist denn jetzt passiert? Auf einmal gibt es einen Sieger? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas passierte und wir müssen schnellstens rausfinden, was. Ich habe einen letzten Auftrag für dich. Was soll ich tun? Finde dich morgen in der Tiefgarage in der Nähe der Universität ein. Dort wirst du deinem Feind gegenüberstehen. Was soll ich mit ihm machen? Besiege ihn und erlöse Irinien. Ja, hallo? Ja, alles klar. Bis gleich. So, ich muss los. Meine Mutter will, dass ich nach Hause komme. Okay. Und was machen wir mit Niklas? Ja, da fahre ich morgen früh nochmal vorbei. Aber ich komme mit. Ja, okay. Wollen wir uns dann so um 8 bei ihm vor der Tür treffen? Ist okay. Was wollt ihr denn hier? Wir wollen wissen, was du mit Irinien zu tun hast. Irinien? Was soll ich damit zu tun haben? Wir wissen genau, dass du der Mieter vom Hauptserver bist. Was redest du denn da? Ich kenne keine Irinien. Jetzt hör mal auf mit dem schlechten Theater. Wir wissen ganz genau, dass du Irinien programmiert hast. Wir wollen wissen, warum du im Spiel immer so viele Fragen über Luca stellst und warum du Aufträge im realen Leben vergibst. Jetzt sag schon! Ist meine Rache für damals. In diesem Moment ist Lukas, der liebe Sankratos, auf dem Weg in sein Verderben. Wo ist er jetzt gerade? An der Uni, in der Tiefgarage. Aber es wird eh zu spät sein, um selbst wenn ihr es schafft. Das werden wir ja sehen. Felix, Caro, was macht ihr denn hier? Du darfst da nicht reingehen, das war alles Niklas. Lass mich, ich bin spät dran. Wovon redest du überhaupt? Er will sich an dir rächen. Was? Wofür denn rächen?
Ja, dafür, dass du ihn die letzten Jahre so abgefuckt hast. Was redest du für ein Mist? Das ist kein Mist. Felix hat recht. Ihr habt keine Ahnung. Ich muss da rein. Das ist wichtig. Ich bin auserwählt. Du rennst in dein Verderben. Als ob. Du bist doch nur eifersüchtig, weil du nicht der Auserwählte bist. Lukas, Felix hat recht. Niklas steckt dahinter. Geh du am besten nach Hause und wir kümmern uns um den Rest. Ja, okay, wenn ihr mich da jetzt eh nicht reingehen lasst, dann gehe ich halt nach Hause. Aber dann kümmert euch auch um Niklas. Ja, wir machen uns sofort auf den Weg. Und was willst du jetzt machen? Ich werde ihm sagen, dass er damit aufhören soll. Er wird nicht aufhören, nur weil du ihm sagst, dass er aufhören soll. Ja, was soll ich denn dann sagen? Ja. Was? Warum bist du da doch reingegangen? Bist du schwer verletzt? Ja, jetzt knöpfe ich mir den Penner erst recht vor. Felix, hör auf, das bringt doch nichts. Du hast, was du wolltest. Jetzt lass Lukas in Ruhe. Du hast ihn doch schon zusammenschlagen lassen. Ich werde aufhören, wenn er für alles bezahlt hat, was er mir angetan hat. Ihr werdet mich nie besiegen, dafür müsst ihr mich erst umbringen. Lieben gern. Felix, komm, wir gehen. Bist du verrückt? Nein, das hat doch keinen Sinn. Komm. Kannst du mir vielleicht mal erklären, was das gerade sollte? Victor, komm mal bitte! Und antworte mir mal. Was nennst du wieder, Caro? Ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Du hast doch mal von irgendwelchen Programmdateien bei Irinien gesprochen. Ja, gibt's ein paar Kommentare zu Befehlen. Was für Befehle? Wenn man den einen eingibt, dann beginnt der Endkampf gegen den Meister. Aber das wäre dumm, weil wenn man den gewinnt, dann ist das Spiel für alle Spieler zu Ende. Genau. Niklas muss sterben. Was hat denn jetzt Niklas damit zu tun? Naja, er lässt es sich ja nicht nehmen, überall dabei zu sein. Er muss der Meister sein. Ja und? Er hat davon gesprochen, dass es erst endet, wenn er stirbt. So müssen wir ihn töten. Aber bist du dir sicher, dass er das damit gemeint hat? Ja. Okay, ich fahre jetzt erstmal zu Lukas. Den hat es anscheinend echt mies erwischt. Okay, mach das. Ich werde alles vorbereiten. Das Beste wäre, wenn Lukas auch dabei ist. Er wird mit Sicherheit mit Freunden dabei sein. Und? Bist du auch dabei? Naja, wenn das das Ende ist, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja? Hey. Hi. Tut mir leid, dass ich euch nicht geglaubt habe. Ja, ist ja kein Ding. Wie geht's dir? Ja, geht so. Tut weh, aber ist ja zum Glück nichts sehr Schlimmes. Ja, wir haben eine Idee wegen Niklas, aber wir brauchen auch deine Hilfe dafür. Wobei genau? Also, wir müssen ihn im Spiel besiegen. Leute. Wir haben nur eine Chance. Dann lass es uns zu Ende bringen. Ich gebe jetzt den Befehl an. Bereit? Ja. Ja. Und ihr wollt mich also herausfordern? Ihr überschätzt eure Fähigkeiten. Ich werde euch vernichten und ewig über Irinien herrschen. Ich glaube nicht. Ihr solltet lieber gleich aufgeben. Letzte Chance. Wozu aufgeben, wenn ich euch mit Leichtigkeit vernichten kann? Ihr beide nehmt den Linken, wir den Rechten. Thank you.
Danke. Iron, Elania, Victor ist tot. Zeitratus, pass auf! Sag mir Bescheid, wenn du ihn siehst. Ich glaube, wir haben es jetzt endlich geschafft. Ja. Lass uns gehen. Ja.